Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Breezage. Wir werden jetzt mal gucken, ob wir für uns vielleicht noch einen Koffer machen können, den wir mitnehmen können nach draußen. Refined Metall, 4 Stück brauche ich davon, okay. Habe ich das vielleicht hier drinnen? Refined Metall, 1, 2, 3, 4 habe ich sogar, okay. Das können wir noch machen, können wir vielleicht das Essen und das Trinken mitnehmen. So, das heißt, beim Essen gemacht, yep. Dann, na, wobei, Trinken haben wir eigentlich auch, ach, mal genug. Wollen wir vielleicht nochmal essen? Ja, demnächst. Also können wir nochmal eins machen. Equipment. Nein, Ressourcen. Nicht blöd. Motor. Objects, okay. Suitcase einmal gemacht. Damit wir auch ja ziemlich viel mitnehmen können. Dankeschön. Oxygen Station. Thicked Electronic Tape und Aluminium. Oxygen Candle. Die habe ich irgendwo, ernsthaft? Oxygen Candle, da habe ich auf jeden Fall. Thick Electronic Tape. Mal gucken, ob wir das irgendwo zustande bekommen noch. Ja, Tape, das haben wir. Und das andere war jetzt noch. Jetzt aber nochmal nachgucken. Aluminium. Aluminium. Haben wir das auch irgendwo? Fabrics haben wir hier. Was ist das hier oben? Fabrics. Aluminium, ein Klotz. Reicht das aus? Reicht ein Aluminiumklotz aus für das Ganze hier? Yep, Exogen Generator. Probieren wir nochmal aus. Wow, okay, das Ding ist voll. Das Ding ist mehr als voll. Okay, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Wenn diese Station nicht explodiert, deine Engineering-Skills werden reconsidered. Ich empfehle, dass du die immediate Vicinity in search of radiation-protective equipment for flying to the evacuation zone. Hehe, okay. If this doesn't explode, then it's gonna be... Ach ja, mach mich fertig. Hauptsache, es explodiert nicht, so wie es ausschaut. Kann ich vielleicht irgendwo... Das kann ich hier nicht reinmachen, so wie es ausschaut. Es ist was für draußen höchstwahrscheinlich. Okay, dann behalten wir das mal für draußen. Uns geht's gar... Ja, uns geht's eigentlich gut. Uns geht's mehr als gut. So, das heißt... Wir werden mal... Ach, das sind die Symbole da hinten. Uns auf den Weg machen, Richtung... Richtung Flamme gehen? Ich glaube, wir gehen mal Richtung Flamme. Warum eigentlich nicht? Freezing Danger. Warum Freezing Danger? Ach, weil da... Aha, weil da Kühlflüssigkeit ist, sowieso schaut. Okay. Alles klar. Alles klar. Mit einer Menge Feuer noch. Da unten nochmal ein Reaktor, sowieso schaut. Ah, so schön, so schön. Wir sind jetzt wieder weg, okay. Wie viele Sauerstoffgeneratoren haben wir nicht so viel gerade momentan da, okay. Okay. Wir haben ein bisschen Wärme hier, so wie es ausschaut. The temperature control system proved to be extremely reliable and works even when the shuttle is destroyed completely. I wouldn't recommend disassembling and examining it. Nicht auseinanderbauen, schade. Es wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein, okay. Das ist Oxygen is not unlimited. Ich weiß. Aber ich möchte da hinten schon eigentlich hinkommen. Das habe ich jetzt eigentlich schon vorgehabt. So, dann sagen wir es nämlich mal so als Zwischenstopp. Zack, hier hin. Installieren. Confirm. Confirm, na komm. Und Refill Oxygen. Okay, wir haben 500 Einheiten davon hier drin, so wie es ausschaut. So. Uns wird es kalt, so wie es ausschaut. Uns wird es richtig kalt. Und so sogar Richtigkeit. Ich glaube, das ist nicht so gut da hinten. Nope, da kommen wir nicht hin. Da kommen wir noch gar nicht hin. Okay, können wir vielleicht dann sozusagen hier irgendwas machen. Heißt, das ist nicht der Weg, den wir gehen sollen. Momentan zumindest noch nicht. Aber später bestimmt. Ja, da ist nichts da. Da ist ein bisschen Lärm, aber das war's auch schon. Kann man so ein bisschen auftanken, aber sonst. Freezing Danger. Yep, wenn wir sobald wir rausgehen, frieren wir. Meine Güte. Ich hätte gedacht, ich komme ein bisschen weiter hier. Ich hätte gedacht, ich komme ein bisschen weiter. Okay, refill. Und nochmal, wenn wir da jetzt weiterfliegen. Vielleicht haben wir ja Glück.
Wir frieren nicht sofort. Vielleicht kommen hier auch ein bisschen was, sagt es mir. Danger, keep away. Nee, ich will nicht weg, Bam. A cemetery of rescue shuttles. The evacuation zone is very close, but the amount of debris is far from encouraging. Okay, lauter Evakuierungsdinger. Sagt es mal Rettungsflugzeuge, aber irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert hier. Okay. Oh, zum Glück ja. Oh, zum Glück ja. It is highly recommended that you not touch the glass fragments with your hands. Tiny splinters are able to pierce the thin fabric of the spacesuit and cause a slight death attack. Okay, heißt hier können wir uns auftanken, auch bevor wir uns ein bisschen. Ja, ich weiß wie. Small puff of gas, was? Hä? Keine Ahnung, was ich jetzt gerade bekomme, aber ich möchte auf jeden Fall hier ein bisschen was einsammeln. Das heißt, so viel wir schnappen uns jetzt unseren Ballon. Den können wir bestimmt wieder hin und her bauen. Und. Na komm schon, na komm schon! Finden vielleicht. Vielleicht ja auch ein bisschen was. Oh komm, oh komm, oh komm, oh komm. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So. Nicht sterben, nicht sterben. Einmal vollfüllen. Hoppala. We need to dismantle it, was? Hä? Warum? Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Ernsthaft? Wow, okay. Okay, das war. Das war so jetzt eigentlich nicht geplant. Da ich es komplett kaputt mache. Mist. Mist, 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 Mist. Okay, das war eine komplette Pleite meinerseits. Tut mir leid. Wow, okay. Ich brauche ein paar mehr davon. Brauche ich ein paar mehr davon. Sondern wenn ich mich da unten noch... Ja, ich weiß, es ist nicht unendlich. Es ist nicht unendlich. Müssen wir vielleicht auch so ein paar Einzeltanks so machen. Je mehr Zeug ich habe, natürlich umso besser. Ja, aber ich glaube, dann gehen wir hier unten hin. Da schaut mir vielleicht etwas gesünder aus, sagen wir es mal so. Nein, ich nehme jetzt keinen Oxygen-Tank oder sonst irgendwas. Mit Absicht. Dann schlafen wir lieber kurz in einen kleinen Augenblick. Na komm, einmal rein, einmal rein, einmal rein. Das wäre schon schön, wenn ich vielleicht noch was anderes auch noch finden könnte. So, jetzt erstmal hier kurz einen Moment ausruhen. Mit Turm auf einen Moment ausruhen. Oh, meine Güte. Okay, heißt den Ballon einfach dran im Weltraum flacken lassen. Gut, Lektion gelernt. Das heißt, dann haben wir einfach immer so Zwischenstationen, an denen wir uns regenerieren können. Auch nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht. So, erst einmal essen und trinken. Ein Suitcase haben wir, das haben wir auch. Das haben wir auch. Okay. Wir gucken nochmal. Aluminium, Thick Electric Tape. Okay. Zack und zack und zack. Dann können wir nämlich uns ein paar Stück mal davon machen. So, drei Stück sollte eigentlich mehr als ausreichend sein. Oxygenstation. Weil dann können wir nämlich wirklich sagen, machen wir überall ein kleines... Oh Gott. Sag mir bloß, das ist ein bisschen zu groß. Yep, das ist ein bisschen zu groß. Das ist ein bisschen zu groß. Okay, Moment. Hier rein. Confirm. Dankeschön. Open. Ich meine, wir brauchen hier nicht alles an dem ganzen Zeug hier. Vielleicht haben wir ein paar Sachen hier haben. So ein paar Scheren. Ein paar Grabber. Das passt auch. Soweit ist auch das auch. Mein Essen trinken können wir jetzt auch mal hier reinschmeißen. Das können wir... Können wir nachher verwenden. Oxygen-Candle. Ach, das sind die Dinger hier. Ah, okay, okay, okay. Spiel, ich habe dich verstanden. So, machen wir nochmal einmal hin. Mal drei Stationen davon. Wenn das nicht ausreicht, dann weiß ich auch nicht. So. Ich kann die nicht nehmen, wenn Gegenstände drin sind. Willst du mich jetzt vergackeiern? Ernsthaft? Dabei wollte ich die noch eigentlich mitnehmen. Okay, gut, vergiss es, vergiss es. Heißt, es sind wirklich bloß Standardcontainer, mit denen ich sonst nichts machen kann. Na, danke auch fürs Gespräch.
Okay, gut, ich habe verstanden. Wir legen los. Wir legen los. Keine Ahnung, was ich da hinten finden werde. Aber wir werden auf jeden Fall mal hinfliegen. Und... Ah, so viel Gas, wie nur irgendwie geht. Ich könnte mir schwören, dass da hinten bestimmt auch irgendwas Tolles ist. Vielleicht sogar der Eingang zu einem neuen Paradies. Das wäre doch schön. Das wäre doch richtig schön. Okay, und das schaut mir etwas... Ja, the shuttle was flooded with paint during the crash. Even the service center wouldn't be able to clean it from the inside. It's impossible to repair it. The paint itself also has no value after freezing. Okay. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal eine kleine Installation hin. So, und confirm. Dankeschön. Dann mal kurz rechargen. Das heißt, so wie hier ist, haben wir schon mal irgendwie Farbe. Aber wir können es nicht mitnehmen, ist aber doof. Das ist mehr als doof, so. Aber was wir machen können, ist das hier mitnehmen. Ach komm, ernsthaft? Gerade wenn ich anfangen möchte. Mann. So, mitnehmen. Dich auch noch mitnehmen. Lauter kleine Einzelkomponenten hier. Wupp, dankeschön. Muss gerade ein bisschen rumschauen. Was ist das für ein Gesicht? Oh, wahrscheinlich ein... It's probably the owner of the shuttle with paint. Whoa. He was engaged in illegal pumping during the crash, judging by the traces of paint on his hands and a huge hose stuck to his face. Yep, ich würde mal sagen, der hat echt hier ein kleines Problem gehabt. Schmuggler-Auge. Wow, okay. So guess can own any doctors scan if you okay, damit können wir. Nee, das nehmen wir mit. Das nehmen wir doch mit. Schmuggler-Auge, mit dem können wir alles aufmachen, was wir aufmachen möchten. Oxygen Unlimited, yep, dankeschön dafür. Danke für die Mitteilung. Ich werde mich gleich drum kümmern. Rip. Auffüllen. Bin ich froh, dass hier so viel Platz ist. So, vielen Dank. Was haben wir noch? Ach, guck mal, hier ist was, sogar ein Piratensymbol draußen und dran noch. Das kommt halt davon, wenn man Zeug klaut. Dann geht es einem halt einfach nicht gut. Haben wir hier vielleicht die Rubber wieder? Nein, es wäre doch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Okay, was ich machen möchte, ist da mal reinfliegen. Nur um zu schauen, was da zu finden ist. Vielleicht Farbe. Farbcontainer. Oh, das wäre super. Ein riesiger Farbcontainer. Können wir hier gleich am Eingang eventuell auch nochmal einen neuen Farbballon hinstellen. Luftballon, Entschuldigung. Und wir sind immer noch nicht schnell genug. Na komm. Schade, dass uns die getrocknete Farbe einfach nichts bringt. Ja, ich weiß. Ich weiß schon, ich bin ja schon dabei, den nächsten zu installieren. Einfach nur... ist das groß. Wenn Moriana da hier drauf geht dieses Mal. So, dankeschön. A large accumulation of toxic colorant has been discovered. If you find a container with this substance, you may receive irreversible brain damage and also improve the anti-radiation protection of the spacesuit. Ah, okay. Also, wenn ich hier was finde, ist die Frage, wo ich was finden kann, dann kann ich meinen Raumanzug verbessern. Okay. Die Strahlenmenge ist natürlich enorm hier drin. So wie es ausschaut. Ist das was? Deep Plate. Okay, keine Ahnung, was mir die bringt, aber... Ah, das ist das, was ich brauche. Okay. Schon verstanden. Deep Plate. Damit kann ich meinen Anzug verbessern. Deep Plate. Noch mehr davon. Gib mir so viel, wie du mir nur geben kannst. Oh. Okay, Moment. Ja, ich weiß. Danger Keep Away. Ja, ich gebe ja schon mein Bestes. Ich gebe mein Bestes, wieder zurückzukommen, irgendwo hin, zumindest. Oh Mann. Ernsthaft, komm. Sag jetzt nicht, ich gehe jetzt schon wieder fast drauf an dem Ding hier. Ich habe nämlich dieses Mal echt keinen Ersatz dabei. Komm schon. Nein. Luft anhalten, Kollege, Luft anhalten. Du schaffst es. Okay, besser. Besser, wesentlich besser. Ja, komm, Junge. Alles gut. Ich möchte mir noch ein bisschen was mitnehmen davon. Wenn wir schon mal die Chance zu haben.
Müssen wir mal gucken, vielleicht kriegen wir irgendwie noch einen größeren Tank her. Das schaut ja schon mal echt interessant hier drin aus. So viel explodierte Farbe. So viel davon. So, dann nehmen wir noch das hier mit. Einfach nur, damit wir ein bisschen was haben. Und das soll jetzt eigentlich ausreichend sein. Und da drüben ist auch noch was zu finden. Aber wir müssen erstmal wieder zurückgehen. Beziehungsweise haben wir... Ah, Moment. So ein Schwachsinn. Wir müssen gar nicht zurückgehen. Wir können einfach hier bleiben. So. Denn immerhin haben wir nochmal so ein Ding hier. Installieren. Dankeschön. So, hoppale. Wir sollten nicht wegstoßen. Das wäre jetzt nicht das Schönste. Das soll schön hier bleiben. Hätte ich auch vorher eigentlich machen können. Yep, ich bin echt intelligent. So, den hier. Den Grabber haben wir hier noch. So, wie schaut es an sich aus? Hier haben wir ein bisschen was. Was findet man hier drin? Noch weitere? Hier natürlich. Lead Paint hier. Jede Menge davon. Also wenn wir da nicht unseren ganzen Anzug zweimal sogar reparieren können, aufstocken können, dann weiß ich auch nicht. Okay, so viel zu dem Thema. Oh, Hilfe. Da ging ein bisschen was auf, was eigentlich nicht aufgehen sollte. So, das ist nichts. Okay. Hier ist auch nichts, hier ist auch nichts. Und dann nehmen wir das noch mit. Oh, und da hinten kann man noch einen kleinen Kasten nehmen. Oh, das mitnehmen. Ja, ich bin ja gleich wieder weg. Ich bin ja gleich wieder da. So, wunderbar. Wenn man es einmal drauf hat, raus hat, Entschuldigung. Nicht drauf hat, raus hat natürlich. Dann geht es ja eigentlich recht gut. So. Genau, wir brauchen auch noch jede Menge Metall. Damit wir unsere ganzen, sag's mal, unseren Haut drauf wieder machen können. Okay, sonst sehe ich aber nichts. Also ich bräuchte ja bis die Farb-Umgebung. Ich jetzt schwören könnte, ich hätte hier. Ah, genau hier. Ein kleiner Container. Mal schauen, was wir da noch drin finden. Sehr schön, wenn wir den auch. Ah, danke. Batterien brauche ich immer. Batterien kann ich immer gut gebrauchen. Und das nächste. Ich habe schon gesehen, dass wir immer die großen haben. Es ist doch effektiv, als wenn wir die kleinen Buchsen bei uns haben. Also diese kleinen, sagt man es hier. Die Oxygen Candles. Ja, da oben haben wir einen. Da ist er. Der fährt einfach mehr. Auch wenn wir dafür erstmal ein bisschen Panzertape noch brauchen. Das macht ganz und gar nichts. Der rentiert sich auf jeden Fall. Ich meine, wir müssen ihn eh hinsetzen. Dann haben wir danach auch wieder genug Platz im Inventar. Freezing. Und ich sehe gerade, Essen und Trinken brauche ich auch ein bisschen. Ich habe das einmal Trinken mitgenommen. Das ist natürlich nicht so gut. Ich zwei mitnehmen müssen. Das nächste Mal. Und wie viel Platz haben wir noch gerade da? Lied haben wir noch? Ziemlich viel gerade. Haben wir irgendwas sonst noch hier? Weil ich meine, es sieht wunderschön aus auf jeden Fall. Das Ding ist richtig genial aufgezogen. So, dich holen wir uns noch. Einfach nur, weil du da unten bist. Und ich glaube, dann können wir uns wieder auf den Rückweg eigentlich machen. Großes Teil. Aber hat fast nichts gebracht, so wie es ausschaut. Nope. Nur die zwei Sachen hier. Ich glaube, so wirklich viel mehr können wir hier auch nicht holen. Es gibt hier nichts außergewöhnliches, stelle ich gerade irgendwie fest. Ja, nur keine Panik. Also ich würde hier noch irgendwas finden, so eine Datenkonsole, sonst irgendwas, aber dem scheint gerade echt überhaupt nicht zu sein. So richtig überhaupt nicht. Na gut, Strahlung nimmt auch ein bisschen zu. Aber sie hält sich eigentlich. Was mich wundert, ich hätte eigentlich gedacht, es wäre schon wesentlich schlimmer. Kann man da noch was kaputt machen? Ah ja, nehmen wir noch ein bisschen Erze mit. Nehmen wir hier noch ein bisschen was an Erzen mit. Dumm. Na, und geht kaputt. Dankeschön. Genau, das wollte ich doch, dass wir den neuen machen können. So, hinten kommen wir nämlich auch raus. Extraktionspunkt. Aha, okay. Brauche ich noch irgendetwas? Eigentlich nicht.
bin gut ausgerüstet. Jetzt nehmen wir noch kurz einen kleinen Schluck hier raus. Und dann bin ich echt gespannt, ob man vielleicht noch ein Pad irgendwo da hinten findet. Weil wenn nicht, sind wir wirklich weg. Dann sind wir wirklich weg. Ich meine, den kann man hier liegen lassen. An dem soll es nicht hapern, aber ich habe hier auch keinen anderen Gegenstand, sonst irgendwas. Ich meine, ich habe hier ein Licht und so. Tank with Paint, Extract, Drill. Oho, okay, Moment. Habe ich jetzt echt normales Paint mitgenommen? Yep, da oben ist Paint. Okay. Empty Tank. Aha, okay. Ich habe nicht nur Lied dabei, sondern ich habe auch Paint dabei. Okay. Dann tun wir doch mal hier ein bisschen rumbohren. Und holen jetzt noch ein bisschen was raus. Empty. Das wäre mir jetzt echt gerade voll die Kanne in Gang. Ein Glück, dass ich immer versuche, was rauszufinden. Ja, nochmal, komm. Tank ist empty, okay. Da oben haben wir unser Wasser. Unser, sagt's mal. Weil jetzt ist nämlich auch das Zeichen. Ich wusste doch, irgendwas Spezielles muss es hier doch geben. Es kann ja nicht angehen, dass man hier einfach nichts hat. Das ist nichts Besonderes. So einem Gebiet. Okay, heißt das, haben wir jetzt auch, wir haben Paint, wir haben das hier. Haben wir vielleicht noch die Chance, hier was rauszukrabbeln? Ich meine, Platz hätte man noch ein bisschen. Das war's nicht da. Ich glaube nicht, du warst auch schon der. Da gab. Oh, Hallöchen. Noch gar nicht gesehen, dass das Zeug auch einfach so draußen rumschwirrt. Okay. Ich sage nicht nein dazu. Können wir die Tanks vielleicht noch irgendwie anbohren? Nope, da geht echt nichts. Und da drüben ist auch nichts mehr. Okay, gut, hat sich erledigt. Wir gehen zurück. Wir gehen zurück nach erfolgreicher Beutetour. Ich habe ich ja schon, gell? Ja, dich habe ich ja schon. Ja, nur keine Panik. Wir haben unsere kleine Station hier. Die ein bisschen was noch Intus hat. So, dann einmal rausfliegen. Wir sind hier fertig. Hayashi! Damit sollten wir unseren guten Raumanzug aufs Maximum hochbekommen können. Brauchen wir nur noch ein paar mehr Sauerstoffbereiche. Man könnte sogar noch ein gutes Stück weitergehen. Wenn wir den haben, will mal gucken, ob wir bei dem, ja, Pseudo-Piratenschiff nächstes einfach mal was finden noch. Ich sehe aber auch kein Aluminium oder sonst irgendwas, wo man noch wegdrehen könnte. So. Dankeschön. Einmal voll machen. Nee, da ist nichts, soweit ich sehen kann. Ich glaube, es gibt auch noch ein paar Blaupausen und sowas bestimmt im Spiel. Ob ich die vielleicht irgendwie die ganze Zeit schon übersehe. Ja, wir haben nichts zu trinken dabei mehr. Man sieht, wenn man so lange draußen ist, sollte man auch dran denken, ein bisschen was zu trinken mitzunehmen. Ein bisschen mehr als ich mitgenommen habe, auf jeden Fall. So, die Frage ist, ist dann... Aha, guck mal. Ich habe was gefunden. Ich habe was gefunden. So, meins. Aluminium ist immer gerne gesehen. Und zack, weg ist es. Passt. Genau das wollte ich doch erreichen. Ja, nur keine Panik. So, gehst du hier noch? Hupperle. Zum Glück konnte ich doch den jetzt nicht erschlagen werden. Ich glaube, das wäre sonst richtig böse ausgegangen. So richtig böse sogar. Ja, danke dafür. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir hier irgendwas finden können. Aber ich glaube, ein paar Metallteile, aber das war es auch schon. Matten könnten wir jetzt noch rausschneiden, aber... Nope, da gehen wir zurück. Gehen wir zurück, da kommen wir für die Matten lieber nochmal her. Da gehen wir lieber nochmal kurz her. Ich meine, wir haben ja hier einen Zwischenposten jetzt. Aber davor, Raumanzug upgraden. Das Wichtige, was wir jetzt noch machen können, Anzug upgraden gegen die Strahlung, damit wir überhaupt weiter nach hinten kommen.
Also wie es ausschaut, ist nicht an sich, dass wir draußen sind, das Problem, sondern je weiter wir Richtung Extraktionspunkt kommen, da scheint eher das Problem zu sein. Wo ich mich auch frage, okay, was könnte denn da sein, bitte? Wie schon am Anfang gesagt vom Let's Play, das Ganze wird nicht lange dauern, wahrscheinlich noch ein oder zwei Folgen im Höchstfall. Dann wäre nämlich Kapitel 1 höchstwahrscheinlich abgeschlossen. So, vielen lieben Dank für alles. So, es ist die Frage, wir können doch bestimmt jetzt erstmal Wasser herstellen. Yep, brauchen wir nämlich ganz, ganz dringend. So, und das können wir auch gleich mal nutzen. Damit schon mal so mal nichts passiert. Okay. Was haben wir denn? Composite. Lead Paint herstellen. Oh ja. Ach, Paint und Lead. Ich brauche beides dazu. Okay. Das ist doch schon mal gut. Extreme Toxic Poison. Okay. Jetzt brauchen wir sonst noch alles von zwei Objekte. Station. Equipment. Lead Paint zwei Stück. Und eins. Heißt, einmal müssen wir es noch machen, so wie es ausschaut. Yep. Okay, wir haben es gemacht. So, das nächste wäre zum Beispiel Roll of Fabric. Aber Fabric kann ich nicht machen. Muss ich gleich nochmal gucken, was ich dazu brauche. Glas und Plastik. Glas und Plastik. Das heißt, den kann ich jetzt... Roll of Fabric, viermal Aluminium, okay. Roll of Fabric und viermal Aluminium. Roll of Fabric und viermal Aluminium. Roll of Fabric. Und das können wir mitnehmen. Aluminium, Fabric. Aluminium, Aluminium, Aluminium. Dann bitte, ich habe irgendwo noch Aluminium. Yep, da haben wir ein bisschen was. Hehehe. Funktioniert doch. So, Equipment. Zack, Enhanced Space Suit. Yeah, Radiation Protection plus 50. So wird doch ein Schuh draus. Er hat eine andere Farbe angenommen. Okay, bin ich zufrieden. Bin ich doch schon mal zufrieden. Die Paint könnte man noch ein bisschen was anstellen. Oder, ja, können wir damit mal ein bisschen... das Ganze ein bisschen mehr zusammen haben hier. Need Paint. Dann sparen wir uns nämlich jede Menge Platz mal. So, das sollte mal ausreichen von Anfang. Ich habe noch ein paar Grabber, so wie es ausschaut. Da können wir nochmal zwei machen. Thick Electric Tape. Das können wir bestimmt herstellen. Yep, mit zwei Grabber, die haben wir zum Glück gerade. Um Tools einen Drill nochmal herzustellen. Ja, unsere ist ja weggefallen. Drill hier rüber gehen. Dankeschön. Items, Oxygen Tank. Yep, aber ich möchte eher die hier machen. Thick Electric und Aluminium. Ja, können wir eins machen, so wie es ausschaut gerade mal. Haben wir denn? Haben wir noch eins? Da haben wir noch ein Aluminium. So, das können wir auch noch alles mitnehmen. Luft ist auch noch was da. Schauen wir doch mal. Essen erstellen, 25. Plus zweimal Sonderaktionen, denn warum nicht? Soll ich gerade was trinken, aber ich habe gar nichts mehr. Lass mal draußen in der Welt auch nicht verhungern. So, dankeschön. Dann ein bisschen Wasser herstellen. Eins, zwei und dann nochmal drei. Geht nicht, ich brauche noch einmal Wasser. Ja, ein Glück, dass wir das noch hier übrig haben. So. 1, 2, 3. Dann machen wir vielleicht nochmal einen Handscrabber. Einfach nur, weil wir es können. Weil wir von dem Zeug nie genug haben können. Koffer. Du hast Blueprints. Du hast das, du hast das, du hast das. Okay. Dann darfst du auch gerne. Okay, jetzt nehmen wir mal mit. Vielleicht können wir ja durch Zufall wirklich irgendwas damit aufmachen. Ich bezweifle es zwar jetzt gerade ganz stark, aber egal. Egal, so. Das heißt, beim Essen. Trinken haben wir auch ein bisschen was. Aber wir könnten noch ein bisschen was gebrauchen, oder? Yep. Und den Rest behalten wir mal. Die Frage ist, kann ich nochmal so ein Objekt machen, so eine Station? Zweimal Rubber brauche ich für das Ding hier. Zweimal Rubber, Rubber und Rubber. Aluminium haben wir hier noch zu finden. Müssen wir noch auf Aluminium suchen gehen, so wie es ausschaut.
Jupp, das könnte nicht schlecht sein, wenn wir da ein bisschen Aluminium noch finden können in der Station. Zack, ja, Oxygengenerator, dankeschön, das brauchen wir doch. Den können wir direkt mal wieder auf 1 legen. Ich glaube, den können wir recht gut und recht schnell gebrauchen. Wie wär's denn mit dem hier? Metal und Batterie. Metall und Batterie. Metall müssen wir wahrscheinlich jede Menge haben, aber Batterien wahrscheinlich so gut wie gar nicht mehr. Zwei Stück, die könnten wir noch machen für uns, oder? Yep. Ich glaube, ich möchte das nicht aufmachen. Nee. Es gibt Dinge, die möchte ich, glaube ich, nicht aufmachen. So, dann haben wir nämlich einen Ballon und wir haben jede Menge extra Oxygen. Wie gesagt, es ist besser, wenn wir eigentlich die Dinger hier haben. Aber gut, was soll's. Bin froh mit. Ich gebe mich mit dem zufrieden, was ich denn so habe. Außer ich habe hier noch Aluminium drin. Dann gebe ich mich mit dem natürlich nicht zufrieden, aber ja, okay. Muss sein für den Anfang. Mehr Tapes habe ich nicht, ich habe ja auch nichts. Kalender. Das ganze Zeug, was ich so aufgegraben habe. Und ich hätte eigentlich schwören können, ihr habt hier hinten noch einen Spaß. Ach, das ist wieder bloß ein. Wieder bloß ein Bildchen gewesen. Okay. Wisst ihr was? Kann ich das vielleicht zumachen, so zum Schlafen irgendwie? Nein, geht nicht. Schade. Okay. Das heißt, wir probieren das nächste Mal jetzt, da drüben hinzukommen am Feuerchen und schauen, was wir daher bekommen. Und vielleicht findet man da Glas. Können wir uns einen Helm machen und danach geht's, glaub, wahrscheinlich zum Ende. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall mache ich hier den Cut. Hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal mit dabei sein könntet. Macht es gut und wie immer. Tschüssi. Und jetzt kann ich auch noch ein bisschen pissen gehen eigentlich. Jupp. Du.